Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone. Ja, wir sind immer noch auf unserem tollen Weg, so viel wie möglich Zauber zu spielen, damit wir unser super tolle Quest beenden können. Und deswegen spielen wir einfach im Ranked auf Rang 19, was immer noch erniedrigend ist, dass ich nicht über diesen Rang hinwegkommen kann. Ich glaube, ich war nur einmal auf Rang 18. Ich bin so schlecht. Ich sollte mich schämen. Warum mache ich überhaupt diese Videos? Ich sollte sie löschen. Allesamt. Nein, natürlich nicht. Das ist auch dämlich, wenn man Videos löscht, nur weil man schlecht war. Ich meine, ich könnte jetzt auch eine Menge Videos löschen, weil ich da hin und wieder verloren habe. Man müsste so eine Gewonnen-Verloren-Rate bei mir aufbauen. Und so schauen, wann, wie oft mal ich verloren habe, wie oft gewonnen. Aber das wird sich eh niemand antun, weil bei... Ich glaube, das ist jetzt 87, 86 oder so. Ich weiß, dass es irgendwas mit 80 ist, das Video. Bei so vielen Videos, da will es sich keiner antun. Beim Jäger wäre es eigentlich mit dem Steinhauer Eber gar nicht mal so verkehrt. Ich habe mir nebenbei vor kurzem, besser gesagt, schon länger her, Mordors Schatten vorbestellt gehabt und vor kurzem ist es ja rausgekommen für die PS3, also wenn ihr es jetzt seht, vor 2 Tagen. Ihr seht's kann ich nachschauen auf meinem tollen Handy, Ich während er frage noch nachdenkt. mich, Ihr warum. werdet es am 22. sehen, am 20. ist es ja für die PS3 rausgekommen. Am 21., also heute, ist das Paket mit Mordors Schatten angekommen und ich habe ja bis eben noch das gespielt. Und ich kann so viel sagen wie: Das Spiel ist gut, der PS3-Port beschissen. Das kann man wirklich sagen, weil die Texturen laden nach. Es ist generell grafisch miserabel. Es hat sehr oft Bugs. Ich war schon mehrmals im Boden drin. Man hat das Problem, dass man halt häufiger irgendwelche Sound, dass der Sound bei großen Kulissen stockt und alles. Klar, alte Konsolengeneration, verständlich. Aber dennoch, oh, eigentlich sollte der Feuerball auf den hier kommen. Aber okay. Dann halt nicht. Ich wollte eigentlich den hier mit dem Feuerball töten. In 2 Zügen. Ah. Was ich sagen wollte, ja. Halt, PS3-Port, nope. Also, wenn ihr Mordors Schatten euch kaufen wollt, kauft es euch. Es ist ein gutes Spiel. Aber dann nicht für die PS3 oder für die Xbox 360. Na, obwohl Xbox 360 kann ich es nicht richtig beurteilen. Aber ich denke mal, viel besser wird es auch nicht sein. Perfekt. Fertig. Ich will meinen Steinhauer Eber mal am Leben lassen. In der nächsten Runde ist der eh tot. Ja, okay. Das war jetzt doof. Ich hätte vielleicht doch die Karte spielen sollen. Ja, ich töte ihn dadurch. Da es nichts unbedingt zum Schützen gibt, spiele ich auch Spiegelbild nicht. Es gibt zwar unseren Helden, den wir schützen wollen, aber Diener-mäßig nichts Besonderes und ich will lieber Diener schützen als mich selber. Was eigentlich so gesehen seltsam ist. Ach ja, zu Mordors Schatten. Ich habe es halt in der Steelbox Edition vorbestellt. Aha. Ja, ich fand's auch lustig. Ich mache die Steelbox Edition auf. Was kommt mir als erstes ins Gesicht? 4 Blätter mit jeweiligen Ich frage Download-Codes. mich, Und warum. ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, dass jetzt die gesamte Welt aus Download-Codes besteht. Wo ist die schöne Zeit hin? Die wunderbare Zeit, wo man noch nicht 1000 Updates runterladen musste, um ein Spiel zu spielen. Ach ja, ich vermisse die Zeit. Mich nervt das persönlich sehr, sehr stark mit den ganzen Updates, Downloadable Contents und was weiß ich. Liegt hauptsächlich daran, dass ich zwar eine beschissene Internetleitung habe, aber... Hey, das ist fies.
Das ist fies, was du jetzt gemacht hast. Deswegen bin ich auch fies. Und spiele die hier noch und greife ihn direkt an. Gut. Die Namen sind manchmal interessant. Ich frage mich, was den Leuten durch den Kopf geht, wenn sie sich benennen. Wie zum Beispiel Sandoron. Echt, ey. Wer denkt sich so einen Namen denn aus? Will er ihn jetzt hochbuffen oder was? Das war falsch rum, das weißt du schon, oder? Ja, ich glaube, der weiß es. Wir könnten ihn jetzt in ein Schaf verwandeln, aber das Leben passt gerade so schön. Und ich glaube, Mana-mäßig hätte es zwar noch geklappt, aber. Nee. Ich heb mir das Schaf auf. Für vielleicht noch einen stärkeren Diener. Den er vielleicht dadurch bekommt. Oder dadurch. Oder dadurch. Sollte ich es riskieren? Ja, komm, ich mach's. So. Und hoffentlich hat er jetzt kein großes, böses Monster dadurch bekommen. Der kann ja jedes Wildtier im gesamten Spiel bekommen, so viel ich weiß. Also können da auch sehr böse Karten, aber auch sehr scheiß Karten dabei sein. Hatten wir ja selber oft genug, dass da irgendeine Scheiße dabei war. Aber auch sehr oft sowas wie King Crush oder Muckler. Wäre es nicht schlau gewesen, das hier zu buffen? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, wollen wir den erledigen? Ja. Machen es so. Töten den hier durch. Und belassen es einfach mal so. Ich weiß nicht, wen der da noch alles hat, den er buffen kann. Ich warte, bis er irgendwen zu hoch bufft und dann mache ich den zu. Der Schaf wird wahrscheinlich mein Ende sein, deswegen. Aber. Oder ich mache es jetzt schon so. Mir wird ein Mana fehlen. Mist. Mist, Mist, Mist. Gute Frage, was soll ich nur tun? Wir könnten natürlich so machen. Wir verwandeln den hier in ein Schaf und frieren den hier ein. Dadurch könnte unser Diener zumindest überleben. Zumindest eine Runde. In der nächsten Runde wäre er eher am Arsch. Oder macht so. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich sehr doof. Und jetzt hat er noch ein Geheimnis. Na schön. Wahrscheinlich Schlangenfalle oder so ein Mist. Die Karte kommt gerade rechtzeitig. Ein Mana zu wenig dafür. Glaube aber, ich spiele am besten auf Nummer sicher und friere die ein.
Das sieht nicht gut für uns aus, möchte ich nur mal gesagt haben. Wir halten uns noch über Wasser. Aber die, wirklich den Diener spielen können wir nicht. Weil, naja, dann hätten wir nicht genug Mana, um uns über Wasser zu halten. Und natürlich muss er die Karte noch einmal ziehen. Unser Leben tickt. Möchte ich nur mal gesagt haben. Ja, und wir haben verloren. Ah. Gut gespielt. Komm, ich überlasse dir nochmal die Ehre, uns richtig einen reinzuhauen. Naja, aber wenigstens haben wir ein paar Zauber gespielt. Wie viele Zauber waren das? Also auf jeden Fall haben wir den Stern verloren, was weniger gut ist. Und das waren jetzt zwei, ja, 12 Zauber. Und damit auf Wiedersehen, Leute. Euer Sander.